Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Trading Insights an diesem Donnerstag. Wir haben heute drei Hauptthemen auf der Agenda, werden uns einmal mit dem DAX befassen, seitwärts seit 2015. Gab zwar natürlich zwischenzeitlich auch mal ja, mehrmonatige Bewegungen in eine Richtung, aber im Endeffekt hat sich der Markt nicht nachhaltig bewegt seit 4 Jahren. Das ist auch etwas, was einem vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und wir haben hier wir haben es ja vor ein paar Wochen auch schon mal thematisiert, eine Breakout-Situation. Und da könnte es sogar sein, dass es zwei Fehlausbrüche hintereinander gibt. Habe ich in dem Setup auch noch nie erlebt. Aber das unterstreicht einmal mehr, was wir gerade in diesem Jahrzehnt auch und speziell in den letzten Jahren für gewaltige Interventionen an den Märkten haben, die ja, natürliche Verlaufsmuster immer wieder unterbrechen oder verzerren. Da braucht man nicht drüber jammern. Das ist halt einfach eine normale Varianz, die da mit reinkommt, aber man muss es sich halt schon bewusst machen. Also DAX werden wir thematisieren, gerade auch vor dem Hintergrund dieses Vola-Breakouts. Und werden auf Platin eingehen. Platin jetzt in den letzten Tagen eigentlich so mit der stärkste Markt, jetzt heute natürlich nicht, aber mit der stärkste Markt im Bereich der Metalle. Ist grundsätzlich attraktiv, allerdings natürlich auch nicht jetzt um jeden Preis. Und wir werden auf Erdgas eingehen. Das ist auch ein Markt, der eigentlich sehr trendig ist, relativ niedrig gepreist und wo wir uns von fundamentaler Seite nähern wollen. Wie immer zuvor die rechtlichen Hinweise. Wir richten uns auch heute an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Alles, was wir besprechen, dient nur Demonstrationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Und Hebelprodukte, sofern wir sie thematisieren, beinhalten natürlich ein Risiko, das bis hin zum Totalverlust reichen kann, wenn es zum Knockout kommt, ein Optionsschein wertlos verfällt oder der Emittent ausfällt, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Fangen wir direkt mit Platin an. Wie schon gesagt, der Markt sehr lange am Boden gewesen, auch aus gutem Grund. Platin, ja, sehr stark im Einsatz in der Autoindustrie, natürlich nicht alleine, aber sehr stark in der Autoindustrie im Einsatz beim Bau von Katalysatoren, verstärkt in Dieselkatalysatoren und naja, dann braucht man jetzt nicht großartig drüber sprechen. Wir haben ja da schon an vielen Stellen drüber gesprochen. Ist ja jedem bekannt, was da der Trend in den letzten 2, 3 Jahren war oder was es da für eine gravierende Entwicklung gegeben hat, was natürlich die Nachfrage nach Palladium stimulierte und die potenzielle Nachfrage und auch die effektive Nachfrage nach Platin drückte. Irgendwann ist natürlich aber auch diese Schere so weit auseinander, wie wir jetzt hier auch gerade sehen. Hier unten ist ein Value-Indikator, der Platin in Relation zum Goldpreis setzt. Und das Gleiche haben wir uns ja auch schon angeschaut als Spread zu Palladium. Und da haben wir gesehen, dass das natürlich an ein historisches Extrem gelaufen ist und wir somit eine Unterbewertung von Platin haben. Das alleine, wenn sich natürlich gravierend etwas im Markt verändert, also angenommen, kein Mensch würde mehr Platin wollen, dann würde so ein Indikator natürlich im Extrem verharren und würde immer weiter absinken und man würde trotzdem keine Aufwärtsbewegung sehen. Also das muss schon auch klar sein, dass sich da natürlich nicht komplett alles gravierend ändern darf. Aber wir sehen das, wenn wir in der Vergangenheit diese Situation betrachtet haben, was wir jetzt auch hier jüngst hatten, da sind jeweils Aufwärtsbewegungen daraus resultiert. Manchmal war das aber auch vom Timing her nicht so pralle. Zumindest der erste Versuch nicht. Zum Beispiel hier 2015 kam hier ungefähr das erste Signal. Der Platinpreis ging noch weiter nach unten, kam dann aber nach oben. Bietet sich oftmals an, so etwas mit zwei Tranchen zu arbeiten, beziehungsweise zu handeln, weil der Markt einfach Varianzen hat, die man nicht wegbekommt. Damit muss man einfach dann umgehen. Das ist generell etwas, wenn man nach Value tradet, wenn jeder, der
so ein bisschen auch verfolgt, wie die Märkte laufen, wie einzelne Trades laufen. Muss das registriert haben auch, dass natürlich es manchmal beim ersten Versuch nicht hinhaut, beim zweiten Versuch auch nicht. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob man die Standfestigkeit hat und den Mut, beim dritten und vierten Mal auch wieder den Trade aufzumachen, um dann das wieder reinzuholen, was die ersten Versuche verloren haben und das auch überzukompensieren. Und das ist nicht immer der Fall oder nicht bei jedem der Fall, weil es auch einfach schwierig ist, ganz klar, weil es immer auch in einen emotionalen Modus überzugehen droht, beziehungsweise meistens übergeht. Hier hatten wir auch so ein Signal, gab es diese Reaktion, hier hatten wir so ein Signal, gab es natürlich eine gigantische Rallye, hier hatten wir so ein Signal, gab es auch einen riesigen Anstieg. Naja, bei der ganzen Bandbreite von Signalen, die wir jetzt hier haben, von sofort gedreht und riesiger Anstieg mit Verfünffachung bis hin zu erstmal 20% nach unten und dann gerade so wieder auf dieses Niveau rauf, sollte man sich eher in dem Abschnitt der Qualität von Signalen mit seiner Erwartungshaltung bewegen, der nicht so pralle ist. Also, dass wir jetzt hier eine Verfünffachung vom Platinpreis sehen, halte ich für völligen Quatsch. Dafür sind die fundamentalen Bedingungen einfach zu stark negativ verändert. Das sollte man also einfach ein bisschen realistischer sehen. Ich glaube, 1200, 1400 Dollar sind realistisch, auf Sicht von 1, 2 Jahren. Aber der Preis wird natürlich auch noch ein bisschen schwanken. Was wir jetzt hatten, ist erstmals ein Impuls auch in diesem Markt. Größte, impulsivste Wochenkerze seit, ja, ich wollte schon sagen, seit Menschengedenken, so lange auch nicht, aber schon ein Weilchen her. Das war dieser Impuls hier, da haben wir uns gelöst von diesem Volumen-Support und ja, ich persönlich warte jetzt auf eine Konsolidierung, die hat ja jetzt auch sofort eingesetzt. Die hat ja sofort eingesetzt, auch mit dem heutigen Tag, mit den Wirtschaftsdaten, die kamen, die ja den Aktienmarkt weiter nach oben katapultiert haben und die gerade so die Edelmetalle auch wieder nach unten gedrückt haben, weil das ja schon recht gut ausgefallene Daten waren. Und das hat natürlich so ein paar Wirtschaftssorgen wieder verkleinert. Aber morgen kommen die Non-Farm-Payrolls, dann wird man sehen, wie das läuft. Auf jeden Fall Platin natürlich dann damit auch wieder zurückgesetzt, ein Stück weit. So die Region um 910, 916, 920, so diese Ecke wird potenziell interessant sein für einen Einstieg. Eigentlich sogar schon der Bereich 920 bis 942, aber das ist auch ein volatiler Markt und wenn man einen relativ konservativen Einstieg möchte, dann sollte man durchaus abwarten, bis dieses Hoch oder diese Region hier um das Hoch getestet wird von oben. Platin also für mich deshalb interessant, weil es erstens unterbewertet ist im Bereich der Edelmetalle, weil es unterbewertet ist gegenüber Palladium, Nachholpotenzial hat. Wir hatten zwischenzeitlich, auch in diesem Jahr, hatten wir eine Preisdifferenz zwischen diesen beiden Märkten, Palladium und Platin, die über 750 Dollar angestiegen war. Und das ist natürlich etwas, wo das Thema Substitution grundsätzlich schon aufs Tableau kommt. Da kann auch keiner was anderes erzählen. Das ist ein ganz logischer Schritt. Ob das dann kommt und wie schnell das kommt und in welchem Ausmaß, das ist wiederum was anderes. Aber diese Spekulation darauf, die kommt natürlich. Und wenn wir sehen, dass speziell Gold natürlich an einem 5-Jahres-Hoch ist, Silber immerhin an ein 2-Jahres-Hoch angestiegen ist, wenn auch mit ewiger Dauer und sehr schleichend lange Zeit. Aber wir haben dort einen jungen Bullenmarkt und dementsprechend sind natürlich Metalle insgesamt jetzt auch wieder ein bisschen mehr im Fokus. Und dann ist es schon auch grundsätzlich interessant, solche Nachzügler oder potenziellen Nachzügler auf dem Schirm zu haben. Wohl wissend, dass es natürlich auch gute Gründe gibt, genauso wie bei Aktien, genauso wie bei anderen Rohstoffen, wie bei Soft Commodities. Es gibt immer auch gute Gründe, warum die Preise so niedrig sind. Also, dass ein Markt günstig ist,
ist eine Sache, aber es gibt immer auch Gründe, warum er so günstig ist. Und die darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Heißt also, in den seltensten Fällen und wahrscheinlich hier auch nicht, wird es loslaufen und einfach nur durchziehen, sondern da wird es natürlich auch wieder Zwischenkonsolidierung geben, Rückschläge und so weiter. Wir haben das ja jetzt bei Silber auch erlebt. Das wird also immer wieder passieren. Aber grundsätzlich, wenn man auch hier nochmal kurz den langfristigen Chart sich anschaut, jetzt über die letzten 15 Jahre, die 800er-Region, von wo aus jetzt dieser Move gestartet ist, ist immer ein ganz gutes Niveau gewesen, um einen Bullenmarkt zu starten, einen Bullenrun zu starten. Und die Erholungen sind oftmals auch, ja, 25, 30% mindestens ausgefallen. Wir werden sehen, wie es diesmal läuft. Auf jeden Fall grundsätzlich interessanter Markt. Je mehr wir in Richtung Jahresende kommen, ich meine, davon sind wir jetzt noch 4 Monate entfernt, aber je näher wir dem Dezember kommen, desto eher wird natürlich Platin auch grundsätzlich wieder interessant aus zyklischer Sicht. Also man sollte das auf jeden Fall aus meiner Sicht auf dem Schirm haben. Kommen wir zum ja, Problemkind im Moment, wenn man es so nennen möchte. Der DAX. Wir sehen hier das Weekly Vola Breakout Setup. Und beim letzten Mal, als es letztmals ein solches Signal gab, der Indikator selbst gibt mir ja nur vor, dass wir eine so weit fortgeschrittene Seitwärtsbewegung oder untrendige Phase haben, dass es jetzt wieder Sinn macht, auf Breakouts zu gehen. Den Breakout an sich muss ich über den Preis dann handeln, beziehungsweise den Einstieg vornehmen. Damals war das so, 2016 gab es erst den Ausbruch nach unten, ein neues 8-Wochen-Tief, Ausbruch nach unten, dann drehte das sofort und hier oben wurde die Position gedreht auf die Long-Seite und dann kam der Trend. Ein Fehlsignal, dann kam der Trend und der reichte auch über 2500 Punkte, war also genügend Luft da, um diesen ersten Fehlversuch nicht nur auszugleichen, sondern auch überzukompensieren. In den anderen Fällen, diejenigen, die das Setup kennen, haben ja die Historie dazu und wir haben das auch etliche Male auch schon besprochen. Da kann man ja an den historischen Signalen kann man ja nachsehen, dass es nie mehr als ein Fehlsignal gegeben hat. Aber das heißt ja nicht, dass es künftig nicht auch doch mal zwei geben kann. Und im Moment schaut das fast so aus. Wir hatten hier jüngst wieder ein Grünlichtsignal für Breakout-Trades auf Wochenbasis. Und man muss dabei halt sehen, wir stehen im Moment oder tänzeln seit 2017 auf dem Niveau, auf dem wir 2015 auch schon waren, herum. Das heißt, wer 2015 im Frühjahr den DAX gekauft hat, steht jetzt genau wieder dort. Muss man natürlich auch klar sagen, manches System ist weit schlechter gelaufen. Da würde man sich wünschen, oder manches Bündel von Systemen oder von Setups ist weit schlechter gelaufen. Dagegen ist es gar nicht mal so schlimm, wenn es nur seitwärts läuft. Aber es geht ja jetzt darum, das Grundprinzip, egal welchen Ansatz man jetzt verwendet, ob man jetzt klassische Charttechnik verwendet, ob man Trendfolger ist, ob man einen Value-Ansatz hat, ob man Elliott-Wellen zählt, für uns alle, egal was wir benutzen, gilt ja ein universeller Grundsatz, nämlich der Wechsel zwischen Trend und Konsolidierung. Phasenweise zieht sich die Volatilität zusammen, beziehungsweise der Markt ist untrendig, kommt nicht von der Stelle. Und wenn so eine Phase sehr weit fortgeschritten ist, baut sich wieder Spannung auf und irgendwann kommt dann eine neue Story, die gespielt wird. Ob das jetzt Zinssenkungen sind, Wirtschaftsboom, was auch immer oder irgendwelche Krisen. Dann kommt eine neue Story, die gespielt wird und die bringt dann einen Trend. Und je länger der Markt untrendig war, desto dynamischer wird dann und nachhaltiger wird dann typischerweise die Trendphase. Und mit diesem System versuche ich eben von Trends zu partizipieren. Und wir haben jetzt in dem Fall die Situation gehabt, erster Ausbruch nach oben, war glaube ich ein Tag vorne oder vielleicht 2, 3 Tage vorne, dann ist die Bewegung abgebrochen. Hier unten wurde die Position gedreht. Damit war das erste Signal ein Fehlausbruch und damit auch ein Verlust. Hier unten wurde die Position gedreht, bumm, auch hier 2, 3 Tage vielleicht vorne und dann drehte das nach oben. Ich glaube, für meiner Erfahrung nach jedenfalls, für 99 von 100 Tradern sind Breakout Trades, sind solche Systematiken, Vola Breakouts, sehr, sehr schwierig auf jeden Fall umsetzbar.
oder auch für deren Psyche gar nicht geeignet. Das muss man sich antrainieren, weil gerade wenn man jetzt so eine Situation sieht, man kommt sich natürlich komplett verschaukelt oder bescheuert vor. Oben kauft man, dann fällt's, unten verkauft man, dann steigt's. Wenn man das zweimal hintereinander hat, da werden schon viele wegfallen, die den dritten Trade gar nicht mehr aufmachen. Jetzt ist es noch nicht so weit, dass es nochmal gedreht werden muss, aber ich halte das durchaus für möglich, dass es dazu kommt. Ganz einfach, weil wir natürlich auch eine noch nie dagewesene Intervention von Notenbanken weltweit haben. So eine Phase gab es noch nie. Jetzt auch nochmal jüngst wieder Zinssenkungen, USA sowieso, aber auch in Brasilien, Australien, in Indien. Eigentlich so gut wie überall gab es nochmals Zinssenkungen, Anleihenkaufprogramme. Also so eine Phase hatten wir noch nie, vor allem in dieser Länge auch nicht. Und dementsprechend halte ich es schon für realistisch, dass auch solche Effekte oder solche Phasen, ob es jetzt Trendphasen sind oder ob es Konsolidierungsphasen sind, dass die natürlich dann auch viel, viel länger andauern, als man es vorher gekannt hat. Das ist eben das Schwierige am Handel. Wir kennen die Zukunft nicht. Wenn man jetzt wüsste, okay, das zweite Signal bringt den Trend oder das dritte Signal, da geht's richtig ab. Das Problem ist, jeder Fehltrade, jeder Fehlversuch verunsichert natürlich immer wieder. Und wenn man da eine Serie davon hat, ist es natürlich naturgemäß so, dass man dann das Vertrauen in etwas verliert, beziehungsweise die Sorge hat, vielleicht funktioniert es nicht mehr. Und das ist ja die große Schwierigkeit. Wenn wir uns hier die historischen Signale anschauen, dann sieht das ja ganz locker aus. Hier Fehlausbruch nach unten, dann gedreht, dann lief das ein paar Monate seitwärts und dann kam der Trend. Ja, weil wir hier nicht involviert sind. Wenn wir die Situation hier handeln, gehen rein, es läuft sofort gegen uns, fühlt sich das schon mal nicht mehr so cool an. Wenn man dann die Position gedreht hat und es läuft erstmal gegen einen, das ist ja zum Beispiel hier auch passiert nach dem Drehen. Hier wurde die Position gedreht und was unmittelbar danach passiert ist, ist, dass es auch so ungefähr 500 Punkte wieder in die Gegenrichtung gelaufen ist. Hier war das Short-Signal auf dem Niveau, das war so ungefähr bei 9.700, glaube ich, müsste das gewesen sein, 9.500, so irgendwas um den Dreh herum. Hier wurde gedreht, so bei 10.580, 10.6 und also hier auf diesem Niveau. Und dann ist es ja auch wieder zurückgefallen hier auf 10.000. Das heißt, man war auch bei dem zweiten Trade war man auch 500, 600 Punkte hinten zwischenzeitlich. Das ist ja etwas, was man sich jetzt hier, wenn man den Chart so anschaut, was man sich gar nicht bewusst macht. Trading ist viel schwieriger, wenn man es wirklich macht, als wenn man nur drüber redet oder wenn man andere Leute beurteilt. Was natürlich heutzutage salonfähig ist und was auch ganz einfach ist. Aber ich glaube, sobald man mal sich ein bisschen in die Situation reinversetzt, beziehungsweise sobald man mal selbst handelnder und verantwortlicher ist, schaut das anders aus. Ich habe es vorhin auch schon im Trading Room gesagt, wir sind alle sehr schnell dabei, Politiker zu kritisieren. Wenn wir mal einen Tag diese ganzen Prozesse durchlaufen müssten, mit diesen ganzen Einschränkungen und was man alles berücksichtigen muss, würde man wahrscheinlich keinen einzigen Politiker mehr kritisieren. Man würde es zwar nicht toll finden, was in der Politik passiert, aber man würde nicht mehr so einfach die Leute niedermachen. Das gleiche beim Fußball, da sitzen Leute mit drei Bier irgendwie vor sich und mit einer Plauze, ohne das negativ zu meinen, sitzen 50.000 auf der Tribüne und wissen alle genau, was da unten, wie man es hätte machen müssen. Wenn die sich mit ihren drei Bechern Pils da unten hinstellen, fallen sie wahrscheinlich ohne Ball schon um. Nicht böse gemeint, aber das ist das, was wir halt überall erleben. Es ist einfach sehr viel einfacher, von außen zu sagen, ja, das war doch scheiße, das hätte man so machen müssen. Sobald man mal verantwortlich ist, ist man sehr viel ruhiger, weil man eben selbst weiß, wie schwierig es ist. Das ist auch hier der Fall. Weder ich noch irgendwer sonst weiß, wie das hier weitergehen wird. Es fühlt sich auch für mich nicht toll an, wenn ich das erste Fehlsignal habe, das zweite. Aber ich weiß eines, dass der Markt nicht in 5 Jahren,
immer noch auf diesem Niveau stehen wird, sondern wir werden einen Trend bekommen. Also lasse ich kann nur sagen, was ich mache, ich lasse mich von solchen Situationen nicht abschütteln, sondern ich bleibe da beharrlich, bin bei den ersten Versuchen vergleichsweise moderat investiert und hinten heraus werde ich dann etwas größer mit den Positionen. Größer bedeutet nicht, dass ich es überhebele, sondern dass ich einfach dann auf die ursprünglich vorgesehene Positionsgröße gehe. Aber das Schwierige ist, wer sagt uns denn, dass das jetzt hier nicht viermal hin und her geht? Kann auch passieren. Es kann aber auch genauso gut sein, dass das morgen schon anfängt einzubrechen und dass das, was jetzt nach einem zweiten Fehlsignal ausschaut, dass das auf einmal der gigantische Trade der nächsten Monate wird. Das ist die große Schwierigkeit. Wir kennen jetzt nicht die Zukunft und wissen nicht, wie das jetzt laufen wird. Wenn wir in 3 Jahren draufschauen, werden wir wieder ganz schlau reden können. Sowohl ich als auch jeder andere wird dann sagen können, ja klar, hier gab es zwei Fehlsignale, da musste man das und das machen. Leider Gottes ist es halt in den Situationen, wenn man die Zukunft noch nicht absolviert hat, einfach sehr, sehr schwierig. Und ich werde es als Trader nicht verhindern können, dass Strategien Serien von Fehltrades produzieren. Was ich aber verhindern kann, ist, dass ich mit einer Serie von Fehltrades zu viel verliere. Aber ich werde auf jeden Fall verlieren. Und manchmal wird es auch mehr sein, als man es gerne hätte. Ich habe am liebsten Schwankungen von 10 bis 20%. Die sind aber natürlich bei einem Performance-Ziel von 40 bis 50% per anno, was ich mit flexiblem Handel auch schaffe, was aber riesige Varianzen hat von minus 18% bis plus 105% pro Jahr, die sind natürlich dann auch trotzdem nicht immer erreichbar. Das heißt also, ich werde nicht umhin kommen zu akzeptieren, dass es phasenweise einfach auch sehr, sehr schwierig ist und dass das Ganze nicht linear abläuft. Heißt also, ich werde auch Schwankungen haben, die mir nicht passen. Also 10 bis 20% ist schön. Aber wir haben uns das auch hier schon mal, wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr haben wir das uns auch ein paar Mal angeschaut. Wie läuft es bei Hedgefonds? In dem Moment, wo man jetzt sagt, okay, hat einen Drawdown von 70%, 75%, würde doch jeder von uns die Flucht ergreifen. Das ist aber die Realität. 50% Drawdown bei Warren Buffett zum Beispiel, da würde ja jetzt keiner sagen, Warren Buffett ist eine Pfeife. Aber das passiert, weil jeder Ansatz, selbst so ein guter und wirklich nachhaltiger und wirklich aus meiner Sicht unantastbarer Ansatz, halt auch mal Phasen hat, wo es stärker gegen einschwankt. Aber vom prozentualen Wert her würde man doch, sobald es mehr als 30% schwankt, wird man doch sagen, das ist völliger, völliger Schrott, was da gemacht wird. Nur wenn der Name Buffett draufsteht, wird man sich damit zurückhalten und wird das vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Also ich glaube, wenn selbst solche Adressen mal, nicht immer, aber mal solche Schwankungen haben oder hatten, dann muss man selbst, man sollte versuchen, es zu vermeiden, aber muss man selbst auch damit okay sein. Und ich muss auch bei so einem System damit okay sein, dass sich vielleicht mal die Phase, in der es noch nicht läuft, länger zieht, als es vorher der Fall war. Konkrete Verwaltung ist hier also so, Stop and Reverse liegt im Moment hier bei 12.700, 12.720. Da müsste die Position wieder gedreht werden auf die Long-Seite. Und wenn das der Fall wäre, würde der Stop für die Long-Seite hier runter wandern unter dieses lokale Tief. Das heißt, so die 11.200er Region, 11.100, 11.200 wäre dann der Stop. Bedeutet natürlich auch, und das macht die Sache natürlich dann auch wieder schwierig, emotional hat man, wenn man ein, zwei Fehlsignale in so einem System hatte, rechnet man sich natürlich aus, was muss ich aufholen? So, das sind dann vielleicht, keine Ahnung, 1.500 Punkte, die ich aufholen muss. Was natürlich gigantisch viel ist. Der Reflex ist dann meistens Hebel raufsetzen bzw. Einsatz raufsetzen. Ich gehe zwar mit den Positionsgrößen irgendwann auch rauf, allerdings immer nur von einer relativ moderaten Positionsgröße. Was die meisten haben, immer sofort das Denken, jetzt muss ich das aufholen und muss es überkompensieren. Das ist zwar richtig, weil wenn ich das nicht mache, lande ich ja irgendwann bei Null. Das ist schon auch klar, da stimme ich jedem zu. Aber
halt nicht mit der Brechstange. Ich muss manchmal akzeptieren, dass ich mehrere Fehlschläge habe und dass ich dann am Ende mit dem guten Signal in einem System das vielleicht gerade mal wieder überkompensieren kann. Das heißt, ich habe dann vielleicht 1, 2 Jahre umsonst gehandelt jetzt in diesem System. Das kann passieren. Und das muss natürlich jeder für sich entscheiden, welche Volatilität er bereit ist, also er oder sie bereit ist zu ertragen, was wichtiger ist, Drawdowns schnell aufzuholen oder einigermaßen noch die Kontrolle zu behalten. Da kann man jetzt auch nicht jetzt irgendwem vorschreiben, das muss man so und so machen. Ich bin da ein anderer Typ als der nächste. Jeder ist da anders und jeder hat auch eigene Erfahrungen gemacht an den Märkten und auch im realen Leben, die natürlich prägen und die natürlich auch bestimmte Solutionen, also bestimmte Lösungen für solche Phasen oder Lösungswege und Präferenzen verursachen oder auslösen. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, das muss man so und so machen. Aber was das Entscheidende für mich ist, ist eben diese Phasen, in denen es sehr, sehr lange seitwärts läuft. Ich habe das 2004 zum Beispiel noch sehr präsent. Da habe ich den Nikkei gehandelt. Das lief 2004 komplett über 12 Monate seitwärts. Irgendwann kam dann ein Ausbruch. Und dann machen wir häufig den Fehler, den hat jeder meiner Meinung nach im Reflex, im ersten Reflex drin. Viele schaffen es oder vielleicht einige schaffen es, das zu unterdrücken und das nicht in die Exekutive gelangen zu lassen. Aber naturgemäß macht man dann den Fehler, dass man zu schnell rausgeht, weil man sagt, okay, komm, jetzt habe ich hier insgesamt die Verluste wieder aufgeholt, jetzt gehe ich raus. Das ist die große Schwierigkeit auch. Angenommen, wir haben hier tatsächlich dann zwei Fehlsignale hintereinander, dann hat man insgesamt, keine Ahnung, 1700 Punkte aufzuholen. Müsste ich mal nachschauen dann, also beziehungsweise wir werden ja sehen, wo das dann seinen Stop hat, beziehungsweise wo das dann auch dreht. Dann wird man sich schwer tun, wenn man mal diese 1700 Punkte aufgeholt hat, wenn es denn so viele wären, wird man sich schwer tun, wenn man mal bei 2000 Punkten plus ist, dann weiterzuhalten, weil man Angst hat, vielleicht fällt es auf 1000 Punkte gewinnen oder vielleicht fällt es auch wieder komplett zusammen. Und das ist eben die große Schwierigkeit auch. Methodisch muss ich einfach so vorgehen, wie es mir die Strategie vorgibt. Und die gibt mir hier halt vor, dass ich auch ein zweites Mal die Position drehe, wieder einen Stop setze, wieder gemäß System verwalte. Und ich glaube aber da, dass man tatsächlich eine reale Erfahrung damit gemacht haben muss. Also um zu verstehen, dass man bei riesigen Schwankungen auch im Konto, dass man auch größere Drawdowns aufholt und überkompensiert, dass man eine Serie von schlechten Trades auch mit einzelnen Trades, mit einem einzelnen Trade, der richtig weit läuft, wenn man ihn durchzieht, kompensieren kann und überkompensieren kann, muss man diese Erfahrung gemacht haben. Ich kann hier viel erzählen, diejenigen, die das schon erlebt haben. Einige von euch waren ja zum Beispiel bei dem Seminar, bei der Live-Handelswoche damals im Jahr 2014, im März dabei. 7.3.2014, müsste der 7. oder der 6. gewesen sein, ich glaube, der 7. war es. Legendärer Tag, das war zum Beispiel so ein Trade. Wenn man den mal miterlebt hat, dann wird man genau, also wenn man sowas mal erlebt hat, dann wird man genau dieses Problem. Ich will nicht sagen, man wird es gar nicht mehr haben, aber man wird es auf jeden Fall weitestgehend wegbekommen. Damals hatten wir auch einen Trade im Kaffee in einem Intraday-System. Ausbruch nach unten. Der Trade war schon $800 vorne, ist dann mit 860, $867 Verlust geschlossen und gedreht worden. Dann war der zweite Trade ungefähr $1200 vorne und an dem Punkt haben ganz viele die Position zugemacht, weil sie gesagt haben, okay, ich war schon $800 hinten insgesamt, jetzt habe ich das überkompensiert, habe sogar noch ein bisschen was dazu gewonnen, ich gehe raus. Und gemäß System war klar, bis kurz vor Handelsende drin bleiben, irgendwie 1 Minute oder 2 Minuten davor zeitbasierter Ausstieg. Und an dem Tag, das war natürlich ein einzelnes Event, das passiert auch alle 10 Jahre vielleicht einmal. Aber an dem Tag ist dieser zweite Trade $6.600
wert geworden. Das heißt insgesamt, oder $6.700, das heißt, das war der Tag, als der Kaffeepreis auf 296 gestiegen ist, von 280 ausgehend. Wer das mal miterlebt hat, viele sind da rausgegangen. Wir sind dann an dem Tag, das war, deshalb ist es auch so im Gedächtnis geblieben. Wir sind dann, weil ich nichts mehr machen konnte, ich musste den Trade so verwalten, wie er eben zu verwalten war. Wir sind dann runter, das war in Lohr, werden ja viele von euch kennen oder viele von euch, weiß ich ja, waren dabei. Sind dann runtergegangen in den Ort, haben irgendwie ein Schnitzel gegessen und eine Cola getrunken. Und dann irgendwann kamen Nachrichten, wo der Kaffeepreis jetzt steht und wie weit die Position schon vorne ist und ob ich nicht hochkommen will, die Position schließen. Dann haben wir uns noch ein Bier bestellt, oder ein Radler, was weiß ich. Und am Ende war das dann eben, waren das dann diese $6.600. Geht jetzt gar nicht um den einzelnen Betrag, weil drumherum sind ja dann auch etliche Trades, die dann daneben gehen und das kompensiert ja dann nur. Aber worum es geht ist, wenn man sowas mal wirklich erlebt hat, auch im Konto erlebt hat, dann hat man diesen Reflex nicht mehr, dass man, sobald man seinen Verlust aufgeholt hat, dass man auch rausgeht. Ich verstehe aber jeden, der das vielleicht noch nicht erlebt hat, der nicht nachvollziehen kann, was man da veranstaltet, wenn man Trades in den Gewinn laufen lässt, dann wieder in den Verlust laufen lässt. Ich verstehe das schon vom Grundprinzip her, warum diese Denkweise vorherrscht. Also kann ich jeden verstehen aus der emotionalen Sicht, ganz klar. Aber in dem Moment, wo ich sowas mal erlebt habe, wie diesen Trade oder auf Swing-Basis halt auch solche Geschichten, wie ich es bei Kaffee auch mal erlebt habe. Also ich habe die extremsten Erlebnisse bei Kaffee gemacht, wo ich 2 Jahre drin hing, im Wert eines Grundstücks schon hinten war und dann am Ende das noch sehr erfolgreich abgeschlossen habe. Wenn man das mal real erlebt hat und durchlebt hat, dann findet man das trotzdem nicht toll und man wird trotzdem natürlich bestrebt sein, das in der Zukunft besser hinzubekommen, nicht mit solchen irren Schwankungen. Aber man lernt dann dadurch, wie schnell das gehen kann, dass man aus einem üppigen Drawdown oder einem üppigen Buchverlust auf einmal fett vorne ist. Wenn man das noch nicht erlebt hat, verstehe ich oder kann ich absolut nachvollziehen, dass man nicht daran glaubt. Also kann ich nachvollziehen, ich kann es aber trotzdem nicht, was heißt für gut heißen, nicht im Sinne von, dass ich irgendwas zu sagen hätte, sondern es wird dadurch nicht richtiger. Ich verstehe die emotionale Reaktion und die Schlussfolgerung, die man dann zieht, aber es wird dadurch eben einfach nicht richtiger. Und ein paar von euch, ich sehe es ja an den Namen hier, waren damals in dieser Woche dabei. Und ich denke, so etwas, also das ist zum Beispiel eine Sache, oder daran kann man es ja am ehesten festmachen. Ich merke mir ja teilweise nicht mal die Namen von irgendwem, mit dem ich mich unterhalte. Umgekehrt genauso. Also darum geht es gar nicht. Ich vergesse vieles. Aber so von diesem Trade weiß ich noch die Dollarbeträge. Ich weiß das Datum. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der 6. oder 7.3. war. Ich würde aber fast sagen, der 7.3. Aber das merkt man sich. Zumindest sehr viel davon merkt man sich. Von den anderen, keine Ahnung, 30.000 Trades, die man gemacht hat, hat man die meisten vergessen. Auch wenn sie vielleicht im Ausgang sehr gut waren. Aber so etwas ankert sich. Das bedeutet wiederum, aus psychologischer Sicht muss ich diese Erfahrung gemacht haben. Ansonsten werde ich natürlich berechtigterweise, weil ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe, ein Zweifler sein. Das ist bei allem so. Das geht mir in anderen Bereichen hundertprozentig genauso, dass ich Dinge anzweifle, so lange, bis ich sie erlebt habe. So ticken wir wahrscheinlich einfach. Deshalb ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Das ist auch das, was ich in den letzten Jahren festgestellt habe in der Zusammenarbeit mit Tradern. Man kann theoretisch sehr vieles durchsprechen. In der Praxis schaut es dann anders aus. Man kann theoretisch sagen, okay, du musst nach dem zweiten Fehlsignal den dritten Trade auch aufmachen. Das Problem ist, das fühlt sich in den Situationen so aussichtslos an,
dass man sich damit schwer tut. Vor allem, weil man nicht weiß, kommen da eventuell noch zwei andere Fehlsignale. Das wird aber hier die Schwierigkeit sein oder die Herausforderung sein. Und naja, man braucht jetzt nicht großartig philosophieren. Ich werde es so handeln, wie es gehandelt werden muss. Und die Zeit wird zeigen, was am Ende dabei rauskommt. Ich gehe davon aus, dass es am Ende in Summe mit einem deutlichen Gewinn endet, aber mit einem Schlenker, der nicht wirklich angenehm war, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass wir noch ein zweites Fehlsignal bestätigt bekommen, die Position nochmal gedreht werden muss. Und ja, eine Option, weil hier gerade die Frage auch kommt, klar, man käme jetzt in das Signal günstiger rein. Wenn man nicht drin ist, kann man natürlich versuchen, da reinzukommen. Ehrlich gesagt, eine Meinung, wo der Markt hingeht, habe ich jetzt nicht wirklich. Ich bin aber sehr überzeugt, dass wir eine starke Trendbewegung bekommen werden. Aber ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Handelskonflikt ausgeht. Wenn die sich nächste Woche einigen oder irgendwie am Wochenende zusammensetzen und sagen, wir machen den größten Handelsvertrag aller Zeiten, dann werden wir wahrscheinlich einen Trend nach oben bekommen. Und wenn noch dazu der Brexit tatsächlich irgendwann vor der nächsten Jahrtausendwende auch durchgezogen wird, haben wir noch einen Belastungsfaktor weniger, haben wieder Klarheit geschaffen. Also dann kann das durchziehen. Wenn sich das noch ein Jahr hinzieht, beides, dann kann es nach unten wegbrechen. Also von daher, man kann das ganz schwer einschätzen und ich versuche einfach die systematischen Signale zu handeln und mir gar nicht so einen großen Kopf darüber zu machen, was wie sein könnte, weil man sieht das ja, das ändert sich ja innerhalb von Minuten oder von wenigen Stunden gibt es ja da, wir hatten ja neulich den Tag, wo mittags China irgendwas bekannt gegeben hat, 3 Stunden später oder 2 Stunden später Trump was getwittert hat, dazwischen noch der US-Notenbankpräsident auch nochmal irgendwas erzählt hat. Also deshalb, ich handle hier keine Meinung, sondern ich versuche das systematisch zu handeln, was schwer ist. Aber wenn man das mal eine Weile verfolgt, das sehen wir auch im Trading Room immer wieder, da hatten wir jetzt auch einen Abschnitt von 2 Tagen, wo auch vieles sofort erstmal gegen mich gelaufen ist. Und dann, wenn man dann aber weitermacht, kommt man wieder in den Quark sozusagen, oder kommt aus dem Quark, vielmehr nicht in den Quark, kommt aus dem Quark und ist dann zumindest jetzt, stand jetzt wieder in der Nähe vom Allzeithoch. Aber es ist im Moment, braucht es einfach sehr viel mehr Aufwand, ist sehr viel zeitintensiver und dadurch ist es natürlich auch schwieriger für Retail-Trader. Ganz klar. Und ich verstehe wirklich jeden, den solche Phasen frustrieren. Ich bin auch manchmal, das merkt man mir ja auch an, dann, ich bin auch manchmal mega genervt. Aber es hilft ja nichts. Es hilft kein Jammern, sondern entweder man erkennt etwas und dann nutzt man es eben oder man akzeptiert, wie es läuft, aber auf jeden Fall jammern oder irgendwie die Notenbanken sind böse, die Politik ist böse, das bringt ja alles nichts. Das wäre Quatsch. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das System hier hat einen Fehlausbruch auf der Oberseite gehabt, hier unten musste gedreht werden, jetzt ist die ganze Geschichte wieder nach oben gelaufen. Stop and Reverse, 12,7. Und wenn es dort tatsächlich zum Drehen kommen sollte, wird hier unter diesem Lowest Low der letzten 8 Wochen, also unter diesem Zwischentief, müsste so die 11,150, 11,2 sein, wird dann der nächste Stop in Reverse liegen. Und um die Frage zu beantworten, wer sagt mir, dass das nicht 10-mal so hin und her geht? Niemand sagt mir das. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man an der Börse dann irgendwann üppiger entlohnt werden kann, zumindest, als vielleicht in anderen Jobs, weil uns eben niemand sagt, dass das nicht 10-mal fehlschlagen kann. Ich kann mich nur an der Vergangenheit orientieren, kann mich daran orientieren, was logisch ist. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt eine Wette machen sollte und jetzt wetten soll, mir bietet einer eine Wette an, über 1000 Euro, dass der DAX in 3 Jahren immer noch ununterbrochen im Bereich um 12.000 Punkte steht und maximal 500 Punkte abgewichen ist. Also dann könnte man ja zum Beispiel so ein
einen Inline-Optionsschein auf so etwas kaufen? Würde man den kaufen? Würde man so eine Wette eingehen? Mit Sicherheit nicht. Also die Wette gegen eine Wette, dass wir mindestens 3000 Punkte zwischenzeitlich schwanken, dann würde ich, wenn ich diese Wahl hätte, würde ich letztere Wette eingehen und die erste Wette würde ich nicht eingehen. Deshalb, ich bin sehr überzeugt, dass das auch dieses Mal vielleicht ein bisschen unrunder läuft, unangenehmer läuft, aber dass die normalen Marktmechanismen nicht komplett ausgehebelt sind, aber sie sind phasenweise halt einfach ein bisschen gestretched. Das ist einfach so. Das ist auf jeden Fall hier die Vorgehensweise. Und wie gesagt, wir haben hier jetzt 4 Jahre keine nachhaltige Entwicklung gesehen. Davor war es ja recht trendig, kann man sagen. Aber das ist schon natürlich eine Hausnummer. 4 Jahre kein nachhaltiger Trend. Diese Trump-Rallye hier war schon ganz ordentlich. Das konnte man schon ganz gut nutzen, ganz klar. Da gab es ja auch ein Signal hier. Aber insgesamt ist das schon eine ganze Weile im Aktienmarkt. In den USA haben wir 1,5 Jahre, die es jetzt seitwärts läuft, wo wir nicht vom Fleck gekommen sind, nachhaltig. Auch da baut sich Spannung auf. Aber das ist eben, wie gesagt, der Punkt. Niemand kann uns die Garantie geben, dass es nicht mehr als zwei Signale oder zwei Fehlsignale gibt. Keine Ahnung. Das Interessante ist, umgekehrt stellt aber auch niemand die Frage, könnte es nicht sein, dass so ein Trend mal über 8000 Punkte läuft? Weil es gab 1500, es gab 2500, es gab 4000 Punkte schon. So herum denkt man in der Regel dann auch nicht. Also es ist interessant, dass die Sichtweise, die Fragestellungen immer sehr negativ eingetrübt sind. Das ist, glaube ich, ein speziell deutsches Phänomen oder in Deutschland sehr ausgeprägt. Aber das ist generell ein Problem, was wir Menschen wahrscheinlich haben aus der Psychologie heraus, dass wir tendenziell eher das negative Szenario annehmen und davor Angst haben. Was ja auch ganz klar ist, weil irgendwann ist natürlich dann die Handelsgrundlage entzogen, wenn das endlos gegen einen läuft. Ganz klar. Aber wie gesagt, was ist die Option dazu? Soll ich etwas, was einen riesigen statistischen Vorteil hat und womit man nachweislich viel verdienen konnte, mit auch Fehlsignalen dazwischen, die dazugehörten. Aber soll ich etwas, was einen riesigen Vorteil hat und was eigentlich sehr, sehr logisch ist, soll ich das nicht handeln, weil es eventuell sein kann, obwohl es extrem unwahrscheinlich ist, aber weil es eventuell sein kann, dass es zig Fehlsignale gibt? Ich glaube, das ist Unsinn. Wenn ich mit dieser Einstellung rangehe, dann darf ich auf jeden Fall im Börsenbereich gar nichts machen. Wir werden immer für Unsicherheiten und für Risiken entlohnt. Das ist überall so. Warum sind griechische Staatsanleihen mit, keine Ahnung, 16 oder 20% verzinst gewesen und eine deutsche Staatsanleihe mit einem Achtel davon? Ja, ganz einfach, weil das Ausfallrisiko dort höher war. Also ich spreche jetzt von der Zeit damals, Griechenland-Krise. So, das ist der Grund für diese Verzinsung. Und hier ist es genauso. Ich werde dafür entlohnt am Ende, wenn das tatsächlich 3000 Punkte in eine Richtung läuft. Ich werde dafür entlohnt, dass ich das Risiko eingegangen bin, dass es vielleicht noch zwei, drei, viermal hin und her schaukelt. Und das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, das ist eine Grundsatzentscheidung, ob man dann überhaupt sich im Bereich Börse engagieren will oder eher nicht. Aber um das auch noch abschließend zu sagen, meiner Ansicht nach, ich hatte die Diskussion oft mit meinem Vater, der sehr, sehr defensiv ist, was auch gut ist, weil ich davon auch ja viel gelernt habe und eine gesunde defensive Einstellung bekommen habe zu vielen Dingen. Er hätte immer das Defensive präferiert, also er hätte sich auch nicht selbstständig gemacht, er hätte immer eher gesagt, okay, irgendwo angestellt. Meines Erachtens auch eine trügerische Sicherheit. Ich habe viele Leute kennengelernt oder auch im Bekanntenkreis, deren Firmen von amerikanischen Firmen übernommen wurden. Top gelaufen, tolle Ergebnisse, Übernahme von einer amerikanischen Firma. Die gucken sich das ein Jahr lang an, geben irgendwelche Planziele vor, die völlig surreal sind, die es noch nie gegeben hat.
sagen, okay, Ergebnis zu schlecht, wir machen den Laden zu und verkaufen den in einzelnen Sparten. So, bumm. Dann hat man das gemacht, was defensiv ist, nämlich man ist irgendwo in ein Angestelltenverhältnis gegangen, in der Überzeugung, da wird mir schon nichts passieren, das ist sicher und ist vielleicht schneller arbeitslos als jemand, der selbstständig ist und von vornherein große Risiken oder größere Risiken eingeht. Also soll heißen, wir haben, glaube ich, generell eine sehr einseitig getrübte Vorstellung von Risiken. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, Gerd Gigerenzer zum Beispiel, aber auch Nicholas Taleb, die haben da tolle Abhandlungen dazu verfasst und es ist immer interessant, wenn man von denen etwas hört oder liest, was sich anschaut. Ich glaube, das sollte man als Trader immer mal lesen, wenn es um Risiken geht. Wie gesagt, ich glaube, man wird diese Ungewissheit nie wegbekommen und es gibt einfach keine Sicherheit. Ich kann mich nur an der Vergangenheit orientieren, vielleicht noch ein bisschen Varianz einkalkulieren. Und ja, die Frage, ab wann würde ich so ein System aussetzen? Ich handle zig Systeme, streue und bin vergleichsweise defensiv mit den Einsätzen. Wo zieht man die Reißleine? Ist es schwer, weil ich habe, auch hier ist es natürlich wieder so, wenn man die reale Erfahrung gemacht hat, ist es nochmal etwas anderes. Ich habe die Erfahrung auch gemacht, wenn man die Grenze zieht und sagt, okay, wenn das Doppelte des bisher dagewesenen Maximal-Drawdowns überschritten ist, dann setze ich die Strategie aus. Habe ich gemacht, macht auch grundsätzlich Sinn. Irgendwo muss man ja die Reißleine ziehen und etwas ändern. Was ist passiert? Das war auch eine Strategie im Kaffee. Die hatte, keine Ahnung, vorher 15.000 Dollar Drawdown und dann ging der Drawdown auf, ich glaube, 19.000 drauf oder so. Irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, die einzelnen Zahlen, aber so ungefähr, so von der Relation her war das. So, was ist passiert? Anschließend hat die Strategie wieder funktioniert. Nicht perfekt, aber sie hat wieder ein neues Allzeithoch gemacht. Und so, jetzt schmeißt man so ein Ding raus, danach funktioniert es weiter. Das kann immer wieder passieren, wenn ich mathematisch vorgehe, haben wir auch heute schon drüber gesprochen. Ist ganz schwierig, auch beim Pfund zum Beispiel. Viele Pfundsysteme, die ich handle, haben in den letzten 12 Monaten schon ordentlich gelitten. Liegt natürlich unter anderem an diesem schwebenden Modus, wo keine Sau weiß, was da jetzt Sache ist und vor allem wann. Wenn ich jetzt so ein System nur mathematisch beurteile und sage, okay, bisher dagewesener Drawdown wurde überschritten oder was weiß ich, diese und jene Schwelle wurde überschritten beim Drawdown, ich tausche das System aus, ich beende es. Das Thema Brexit ist zwar in die Länge gezogen wie Kautschuk, aber wie Kaugummi, aber es ist definitiv endlich. Das heißt, ich würde ein System mathematisch aussortieren, was absehbar oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, niemand weiß es genau, auch ich nicht, klar. Aber was wahrscheinlich danach wieder funktionieren würde. Deshalb, ich glaube, es gibt auch dazu keine perfekte Lösung. Es ist absolut berechtigt, wenn man mathematisch eine Grenze zieht. Würde ich nie was dagegen sagen. Absolut berechtigt. Aber es ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Umgekehrt kann ich natürlich auch nicht so vorgehen, dass ich sage, okay, ja, fundamental ist das ja jetzt begründet. Ich meine, wo könnte das enden? Wenn ich jetzt sage, okay, dann, wenn ich jetzt sagen würde, mathematisch darf ich Drawdowns oder Systeme nicht reinsetzen und raussetzen, sondern ich muss das nach fundamentalem Verständnis machen. Das könnte ja dann dazu führen, dass ich mich erstens selbst betrüge und zweitens könnte ja die Situation auftreten, jetzt funktioniert das System nicht wegen dem Brexit. Okay, dann ist der Brexit irgendwann durch, ich handle weiter, dann kommt irgendwas anderes, dann kommt, keine Ahnung, blödes Beispiel und wir hoffen nicht, dass es passiert. Bürgerkrieg zwischen Großbritannien und Nordirland oder Gott weiß was. Dann sagt man da wieder, ach ja gut, jetzt funktioniert das System deshalb nicht, ich handle es weiter. Also das ist auch keine Option. Ihr seht, es gibt nicht der Weisheit letzten Schluss. Man wird es nicht perfekt hinbekommen.
Auch eine Mischung aus beidem ist nicht gesund. Was man, glaube ich, machen kann und sollte, ist, dass man es vielleicht nicht bretthart komplett rausnimmt, sondern vielleicht, wenn es möglich ist vom Kontovolumen, dass man es vielleicht runterfährt und dass man die Einsätze halbiert, es trotzdem noch weiterhandelt. Ich glaube, das ist vielleicht vernünftig, dass man das so ein bisschen heruntersetzt. Besser jedenfalls, als wenn man es knallhart rausschmeißt. Aber es gibt gute Argumente für beides. Einmal für die mathematische Filterung, wann höre ich auf, ein System zu handeln, wann sortiere ich es aus, wie auch fundamental. Also viele Sachen kann man natürlich fundamental verstehen und kann sehen, okay, sollte ich vielleicht doch weitermachen. Aber da wir die Zukunft nicht kennen und da es natürlich sein kann, dass sich Sondersituationen aneinanderketten, würde das ja bedeuten, dass ich ein System immer weiter handle, egal wie schlecht es läuft. Das kann natürlich auch nicht sein. Es ist super schwer und jeder Trader, mit dem ich gesprochen habe, der auch Systeme selbst entwickelt hat und schon lange tradet, hat an diesem Punkt auf jeden Fall, ja, ich will nicht sagen Probleme, aber ist auf jeden Fall ein Punkt, der sehr, 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 ein sehr, sehr wunder Punkt ist, weil es einfach schwierig ist. Es gibt da nicht der Weisheit letzter Schluss. Und deshalb glaube ich, ist es am Ende so, jeder sollte sich dazu für sich Gedanken machen und für sich entscheiden, wie man das macht, wie man das managt. Habe ich früher vielleicht auch eine etwas zu barsche Einstellung gehabt. Man muss das so und so machen. Ich glaube, da ist jeder hat seine eigenen Vorprägungen und jeder ist da sein, hat da aus berechtigten Gründen eine individuelle Überzeugung auch. Und gegen die zu agieren, wäre auch falsch. Das ist ja, glaube ich, auch das Spannende. Am Ende, ich mache es so, jemand anderes wird bei der gleichen Entscheidungssituation genau andersherum entscheiden. Und mal hat der eine recht oder macht es besser, mal der andere, mal vielleicht beide. Das wird vorkommen. Deshalb auch hier, um die Frage nochmals zu beantworten, wann würde ich so ein System rausnehmen? Nach meinem Verständnis werden Vola-Breakout-Systeme immer funktionieren. Es sei denn, die Märkte werden ultra-effizient und es gibt Einschränkungen, die heute vielleicht noch gar nicht, also Einschränkungen, was die maximale Schwankungsbreite angeht und so weiter. Dann schon. Ansonsten glaube ich, dass es einfach nur sinnvoll ist, oder handhabe ich es so, dass ich einfach sehr, sehr klein bleibe bei den ersten Versuchen und hinten heraus dann in Richtung des normalen Einsatzniveaus gehe. Mit Sicherheit würde ich das jetzt nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag handeln, aber wenn es ein Setup von Dutzenden von Setups ist, dann nimmt das ja auch nicht so einen Raum ein und selbst wenn das jetzt nur Verluste produzieren würde. Also erstens mal, es würde ja immer irgendwann mal, selbst ein Zufallstreffer würde es ja irgendwann mal geben. Man kann den größten Käse handeln und irgendwann trifft man mal. In einem breit gestreuten Portfolio richtet sowas nicht viel an. Das Problem ist, glaube ich, dass man entweder zu sehr streut, also wenn ich da irgendwie 50 oder 70 Systeme drin habe, ist es ja organisatorisch irre und dann hat man natürlich durch diese Streuung auch ein geringes Vorankommen. Ich glaube, bei der Streuung, das ist das Problem. Viele können vielleicht dann auch nicht so streuen, weil das Kontovolumen zu gering ist für das Vehikel, was sie handeln. Wenn es Futures sind, sind ja auch 50.000 nicht viel oder nicht so viel, um Risiken wirklich gut justieren zu können. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt auch. Und ich versuche zumindest darüber zu kommen, dass ich verschiedene Systeme handle, die sich hoffentlich gut ergänzen. Hoffentlich, weil ich nie wissen kann, also natürlich nach bestem Wissen und nach reiflicher Überlegung, das natürlich zusammenstelle, aber weil man nie wissen kann, wie es dann im Endeffekt läuft. Aber ja, so mache ich's und so sehe ich es jetzt. Gott weiß, was wir in 1, 2, 3 Jahren für eine rechtliche Lage vorfinden, also von dem, was handelstechnisch vielleicht reglementiert wird. Keine Ahnung, vielleicht sehe ich es dann genau anders. Aber im Moment ist das
meine Lösung dafür, weil ich immer die Erfahrung gemacht habe, die Varianzen nehmen mitunter zu und auch unangenehm. Das heißt, also es schwankt stärker. Ich habe vielleicht auch Drawdowns, die mir nicht so passen. Aber am Ende landet es dann doch in der Richtung, wo ich es haben will, nämlich in Richtung neues Allzeithoch. Aber das ist meine Erfahrung und wer eine andere Erfahrung gemacht hat, da wäre es auch nicht gut, vielleicht mehr zu machen oder irgendwie massiveren Einfluss zu nehmen, als einfach nur den Hinweis zu geben, welche Erfahrung man selbst gemacht hat. Man kann diese Entscheidung, glaube ich, niemandem abnehmen. Das muss man dann im Endeffekt einfach so sehen. Also, man darf gespannt sein, wir werden es hier dokumentieren. Bislang ist das sehr bescheiden gelaufen bei den jüngsten Signalen. Hier ist das nochmal größer gezoomt. Hier unten Stop and Reverse. Falls wir hier oben getriggert werden, im Moment liegt der Stop and Reverse hier oben. Letztes Thema, Erdgas. Auch wieder so ein Punkt. Wir haben oft darüber gesprochen. Man kann natürlich, gerade jetzt auch in der Funktion, die ich innehabe, eben, indem ich auch als Mentor fungiere oder wie auch immer man das nennen möchte, kann man natürlich immer sagen, ah, das hätte man doch wissen müssen und warum hast du das dann nicht so und so gemacht, vor 5 Jahren und vor 3 Jahren und vor 7 Jahren. Wenn ich so diese 23 Jahre betrachte, es sind jetzt fast 23 Jahre, dann war es durchgängig so, dass ich Sachen probiert habe. Sie haben eine Zeit lang vielleicht funktioniert oder sie haben auch sofort nicht funktioniert. Sie haben vielleicht manchmal dann stärker geschwankt, was auch immer. Irgendwann ist dann ein Bedarf, mehr ins Detail zu gehen, mehr zu wissen, es besser zu machen, entstanden. Durch Drawdowns, durch Schwankungen, durch Underperformance, durch schlechtes Ausnutzen von großen Trends, was auch immer. Es war aber immer so, dass vor diese Entwicklungsstufe, also man setzt sich intensiver mit etwas auseinander, man kennt den Markt besser, man liest mehr darüber, man macht sich fitter, man entwickelt bessere Systeme darauf. Da waren immer schlechte Erfahrungen vorgeschaltet. Das ist irgendwie in unseren Breitengraden, kommt man sich vor, als dürfte man nicht aus Fehlern lernen, sondern wäre ein Trottel, wenn man Fehler gemacht hat oder wenn man schlechte Ergebnisse irgendwo hatte. Ich glaube, das ist völlig normal, dass Lernen und sich entwickeln immer so abläuft. Jedenfalls bei mir war das so. Deshalb auch hier bei Erdgas und bei vielen anderen Rohstoffen auch habe ich in der Vergangenheit zwar vom Grundprinzip her, wenn man das mit sehr großen Zeitfenstern betrachtet, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, eigentlich immer ganz gut gelegen. Aber wenn man es mit kürzeren Zeitfenstern bemisst, 6 Monate, bis 2 Jahre oder auch 3 Jahre, war ich teilweise viel zu früh dran. Natürlich merkt man das schon auch, also so ganz bescheuert ist man ja nicht. Das liegt aber natürlich auch an persönlichen Erfahrungen, die man gemacht hat. Nämlich zum Beispiel der Erfahrung, dass man einen Markt als günstig erkannt hatte und dann viel zu früh raus ist oder zu knausrig war mit dem Einstieg und den ganzen Trend verpasst hat. Und wenn man sich dann einfach mal bewusst macht, dass große Trends, die richtig lukrativen Bewegungen, dass die selten sind, dann kann ich es mir, wenn ich das hauptberuflich mache, kann ich es mir ja nicht leisten, diese riesigen Trends zu verpassen. Und daraus resultiert dann, dass man sagt, okay, dann nehme ich schon mal eine erste Tranche rein, ich gehe lieber ein bisschen zu früh rein als zu spät, bevor ich eine Bewegung verpasse. Das hat natürlich alles sein Für und Wider, aber so kommt das dann. Und irgendwann registriert man aber, okay, oder man stellt sich immer die Frage, kann man das besser machen? Und irgendwann hat man natürlich so viel Erfahrung und kann diese Erfahrung auch vielleicht ein bisschen besser einordnen und in ein Konzept packen, dass man viele Dinge heute besser macht, als man sie vielleicht vor 3, vor 5, vor 7, vor 10 Jahren gemacht hat. Und so ist es auch hier. Bei Erdgas war für mich immer, Erdgas ist von den COT-Daten her, meiner Meinung nach, zumindest mit den klassischen Vorgehensweisen, ganz, ganz schlecht zu nutzen. Lagerbestände, wenn man die in der Rohform nutzt, auch meines Erachtens nicht beständig genug. Das hat zu viel Varianzen.
Das heißt, mal sind die Bestände niedrig, der Preis steigt, mal sind die Bestände hoch, der Preis steigt trotzdem. Heißt also, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Vor allem muss man sich ja im Klaren sein, sieht man hier oben links, es sind ja keine Trottel am Markt. Die großen Erdgaskonzerne, die Commercials in diesem Bereich, die wissen schon sehr genau, wann die Bestände hoch sind, wann sie niedrig sind. Das hier ist mal die Saisonalität von den Erdgaslagerbeständen. Nicht vom Erdgaspreis, sondern von den Lagerbeständen. Das ist der saisonale Durchschnitt. Das heißt, die Bestände sind so im März am niedrigsten, Februar, März sind sie am niedrigsten und hier so Oktober, roundabout, in diesen Wochen um den Oktober herum sind sie am höchsten. So, natürlich wissen das die großen Adressen auch und dementsprechend antizipieren die natürlich auch bestimmte Entwicklungen. Heißt also, ich muss etwas erarbeiten, was eben nicht so offensichtlich ist. Und das habe ich dann mit der Zeit gemacht, aber eben auch nur, weil Bedarf da war, weil ich serienweise zu früh dran war, man bindet Kapital, man wird ausgestoppt, hat zwei, drei Versuche. Nur dadurch entsteht so etwas. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass gute Dinge, die mich dann irgendwann weitergebracht haben, dass die darauf gründeten, dass ich vorher eins übergebraten bekommen habe. Da kann jetzt jeder eine Meinung dazu haben. Wenn jemand denkt, man muss irgendwie sofort, man lernt etwas und weiß sofort alles, dann sei diese Meinung zugestanden. Ich kenne es eben nur so. Und das ist auch da die Entwicklung gewesen. Deshalb, wenn ich jetzt hier von den Signalen der letzten 10 Jahre spreche, dann habe ich davon natürlich den Löwenanteil gar nicht mitgenommen, weil ich da noch gar nicht so weit war. Aber das ist wieder etwas, was mich weitergebracht hat und wo man jetzt auch gar nicht groß, wie gesagt, drüber sprechen muss, wie toll das ist und was für Signale es geben wird. Man wird es in der Praxis sehen. Das ist eine relativ junge Entwicklung, beziehungsweise erst relativ jung abgeschlossen, weil ich jahrelang nicht so den Griff bekommen habe auf diese Daten. Aber werden wir Mentoring Advanced auch thematisieren, wird eines der nächsten Schulungsthemen sein. Da werden wir dann auch über die Logik sprechen dahinter. Hat auf jeden Fall mit den fundamentalen Daten zu tun, die auch frei im Internet verfügbar sind, ist aber eine Umwandlung dieser Daten und dadurch kriegt man recht gute Signale. Erdgas wird in naher Zukunft interessant. Erstens, aus saisonaler Sicht ist Erdgas immer so ab Mitte September spannend. Ist jetzt auch schon ganz gut gelaufen die letzten Wochen. Davor hat es miserabel ausgesehen. Die bisherige Prognose für den Winter ist, dass es wahrscheinlich bisschen höhere Nachfrage geben wird. Prognose ist auch, dass die Maisernte relativ spät sein wird, dass es also eine späte Ernte geben wird, was ja auch auf der Hand liegt, weil auch die Planting Season bis zum Ende ausgereizt wurde. Und das müsste zum Beispiel Energies wie Erdgas, besonders aber auch Heizöl unterstützen im Preis. Das ist das, was da die Einschätzung ist. Hier sieht man hier oben rechts sieht man die Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Da kann man zum Beispiel auch nachvollziehen, warum das letztes Jahr im Herbst so eine Rallye gegeben hat, wo sich der Preis da richtig nach oben entwickelt hat. Hier sieht man aber auch, warum ich mit den ersten, nein, nicht mit den ersten, das waren die ersten zwei Long-Versuche waren gut, der dritte war richtig schlecht, warum ich damit richtig schlecht lag. Und das hatte ich in dem Fall einfach schlecht gemacht. Von Angebot und Nachfrage her war der Markt einfach auch schwach in dieser Zeit. Und das nutzt in abgewandelter Form, nutzt dieser Indikator. Und wenn hier die blaue Linie den roten gleitenden Durchschnitt kreuzt, dann kriegen wir ein Long-Signal für Erdgas. Da hat man trotzdem Varianzen von 10 bis 15% im Preis. Ist also auch jetzt nichts, was man mit super hohem Hebel handeln sollte oder mit zig großen Kontrakten. Aber hier steuern wir auch auf ein Signal zu. Mal gucken, wann es kommt. Heute die Daten waren so, dass wir uns wieder ein bisschen mehr von dem Signal entfernt haben. Im Normalfall müsste jetzt in den nächsten Tagen eher der Modus sein, dass der Preis sich immer wieder nach unten bewegt oder dass er maximal seitwärts läuft, so wie die Daten jetzt heute ausgefallen sind. Aber das System an sich hier oder dieser Indikator,
generiert jetzt keine Signale, die jetzt für die ultra kurze Frist sind, sondern das sind große Schwünge. Handle ich tendenziell long über Monate, handle ich tendenziell short, das legt er fest. Und wie gesagt, wir brauchen da gar nicht großartig philosophieren, was könnte sein und wie wird's und wie sind die historischen Signale. Wir machen die Trades im Trading Room, machen die Trades auch in anderen Projekten und dann wird man genau daran, wird das zu messen sein und nicht an irgendwelchem Geplapper, wie toll welches System sein kann. Ich verstehe auch jeden, der den sowas dann irgendwann nervt, weil es man kann natürlich in der Theorie immer sagen, diese Systematik wird das und das bringen. Im Endeffekt muss man das entsprechend umsetzen und daran wird es zu bemessen sein. Und theoretische Reden zu schwingen, macht einen jetzt auch nicht reicher. Von daher, hier steuern wir auf ein Systemsignal zu. Wir werden das nutzen im Trading Room, auch in anderen Projekten. Das wird Varianzen haben, aber auf jeden Fall Erdgas jetzt auch einer der Märkte oder einer von den Märkten, die interessant werden jetzt im Herbst. Nicht nur aus zyklischer Sicht, sondern auch hier aus fundamentaler Sicht. Und diejenigen, die die Logik kennenlernen, werden sehen, dass das eigentlich sehr, sehr logisch ist. Aber oftmals braucht man eine Weile, bis man irgendwie für sich einen Weg findet, wie man Daten sinnvoll nutzt oder wie man rohe Daten in eine sinnvolle Form bringt. Jedenfalls kenne ich das nur so. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Im Trading Room hat sie jetzt nicht so viel getan in dieser Woche. Jetzt ist es gerade bei Öl ganz ordentlich angelaufen. Ich werde gleich die Sitzung wieder starten. Für diejenigen, die im Trading Room dabei sind, werden wir gleich weitermachen. In 5 Minuten läuft die Sitzung dann wieder. Ja, ansonsten bei euch bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Webinar wurde aufgezeichnet, werde ich auf den YouTube-Kanal so schnell wie möglich hochladen. Spätestens zum Wochenende sollte das online stehen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen erfolgreichen, schönen Abend. Morgen einen spannenden Payrolls-Tag. Da wird es auch ab 14:30 Uhr wieder Schwankungen geben. Man darf gespannt sein, wie das läuft. Und am Sonntag dann das nächste Trading Insights um 11 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr teilnehmt und da eure Zeit opfert oder dafür verwendet. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich am Sonntag. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut, ciao.